Misha, André und ich wuchsen in der Moskauer Vorzeigesiedlung Nowosibirsk auf. Wir waren die besten Freunde. Misha war ein fröhlicher und unbekümmerter Jugendlicher. Dann ruinierte ihm Dr. Orlovs zinkhaltige Aknecreme die Pubertät. Auch André befand sich mit 15 Jahren nicht auf dem Höhepunkt seiner männlichen Ausstrahlungskraft. Er neigte, wie viele Russen, zur Schwermut. André selber behauptete allerdings, dass das Quatsch sei und er in Wirklichkeit im Alter von 7 Jahren von einer Frau auf seinem Hausflur verhext wurde. Und ich weiß nicht recht, was ich sagen soll. Ich glaube, ich war einfach nur auf der Suche nach dem Sinn meines Lebens.